Bidibidiba. Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir, Oliver, zum Thema Raid Shadow Legends. Und wir gucken uns heute ein Arena-Team an, und nämlich mein Arena-Team, an dem ich gerade arbeite. Und das ist keins, was direkt auf Speed ausgelegt ist, sondern eher ein etwas defensiveres Team, was so Richtung Go-Second-Team geht. Und wir gucken uns auf jeden Fall mal an, wie das funktioniert, was da gerade die verschiedenen Strategien auch dabei sind, weil es auch mal ganz interessant ist, dass aktuell nicht jedes Team noch schnell, schnell, schnell unbedingt sein muss, sondern dass man auch bestimmte schnelle Teams natürlich kontern kann, beziehungsweise eigentlich kann man alle schnellen Teams auch mit einem Go-Second-Team kontern. Man muss nur die richtige Konstellation erwischen von Fertigkeiten, und da gucken wir jetzt mal rein, wie ich das eventuell erreichen kann oder verbessern kann und was das Team halt leider noch nicht kann. So, wir gucken uns mal ganz kurz das Team an, wie es hier gerade momentan ist und was gegebenenfalls eben noch nicht funktioniert. So, ich habe jetzt erstmal zwar einen Speed-Lead drin, aber der ist tatsächlich nicht unbedingt zwingend notwendig. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel Raglan dagegen austauschen und damit meine Defensive nochmal von allen Leuten erhöhen, würde sich natürlich für Tormin und für ihn bezahlt machen, da die Defensiven relativ gut aussehen hier. So, dann habe ich noch ein Team, da ist statt unserem Hurndicht der eiserne Brago mit drin. Da müsste ich eigentlich Raglan in den Lead setzen, das hatte ich mal ausgetauscht für die Defensive, damit auch er natürlich die Defensive hat. Und ich habe Helior drin. Warum der hier drin ist, das gucken wir uns dann nachher auch gleich nochmal an. Dann habe ich nochmal ein ähnliches Team auch gerade, das sind sozusagen meine Testteams hier mit Cardiel, Brago, Helior und dann dazu noch sandige Überlebende. Also auch da natürlich noch ein bisschen was optimiert werden kann. Und das gucken wir uns auch auf jeden Fall nochmal an hier. Wir benutzen mal mein Standard-Team, dann zeige ich mal, wie das geht. Also es ist ein Damage-Dealer dabei, zwei Leute, die wiederbeleben kann, einen Cleanser, der auch Blocke-Debuffs setzen kann, und jemand mit einer passiven Fähigkeit, der sozusagen einfriert, der auch Crowd-Control-Skills hat. Das ist mein Genauigkeitstormin und nicht mein Damage-Tormin. Ich nehme mal den Automodus raus, damit ich so ein bisschen erklären kann, was der Gedanke vielleicht auch dahin ist. Also wir haben ja ein Speed-Team mit Mortu Macabre in der Hoffnung, dass Mortu Macabre nicht gleich am Anfang seine Fähigkeit einsetzt. Sonst sieht es natürlich schlecht aus für uns. Weil Kyre, die wird uns wahrscheinlich den Gegenangriff bescheren, was natürlich nicht so gut ist. Ich habe natürlich nur einen, der jetzt irgendwie Debuffs entfernen kann. Und das ist Tormin mit einem Einzelziel. Und wir haben noch zweimal Wiederbeleben drin, wobei das mit dem Doppelwiederbeleben eigentlich kein Problem darstellen sollte. Was man vielleicht an der Teamstärke bei mir gesehen hat, ist, dass die Widerstände schon ganz gut da sind. Und natürlich, dass auch unser Hurndick einen guten Damage hat. Und deswegen ist die Teamstärke hier auch relativ hoch. So, blocke die Buff, damit nicht zum Beispiel Draconia uns lähmen kann oder sowas. Und dann gehen wir hier los mit Hurndick. Ich versuche die Crowd Control zu machen. Das kommt halt darauf an, wie hoch die Widerstände jetzt im gegnerischen Team sind. Da die gegnerischen Leute hier scheinbar nicht so hohe Widerstände haben und mein Turmin recht hohe Genauigkeit hat, haben wir da auf jeden Fall die Debuffs draufgesetzt bekommen. Ich versuche mich auch so ein bisschen gerade um Valkyrie zu kümmern, aber das Wichtigste ist, dass Hurndick jetzt nochmal drankommt. So, zack. Und dann sein Skill nochmal einsetzen kann, um die Wiederbeleber hier wegzubekommen. Und dann war es das auch schon. Es baut auch so ein bisschen drauf auf, diese Strategie, dass falls Hurndick umfällt und getötet wird, wir ihn mit Raglan mit 100% Rundenmeter nochmal wiederbeleben können. Also sobald Raglan umfällt, haben wir natürlich ein großes Problem. Hier ist es auch schon wieder ein bisschen problematisch. Wir haben jemanden, der unsere Buffs entfernen kann. Das ist natürlich bei Widerständen immer so eine Sache. Also wenn die Genauigkeit zu hoch ist, kann sie uns die Buffs entfernen. Denn die beiden hier haben auf jeden Fall was in Richtung Immunität an. Ihr habt das ja gesehen, dass Blocke-Debuffs-Buff bei den beiden gleich am Anfang drauf war. Wenn das entfernt wird durch Setalia,
dann kriegen wir auf jeden Fall ein Problem. Wenn nicht gerade Cardiel noch vorher dran war, das ist immer so ein bisschen von der Geschwindigkeit vom gegnerischen Team abhängig. Aber Lysandra kann unser Rundenmeter senken. Also kommt auch auf ihre Genauigkeit natürlich drauf an, ob sie unser Rundenmeter senken kann oder nicht. Und dann haben wir ja hier auch nochmal Wiederbeleben, Unsichtbarkeit. Von daher relativ schwieriges Team, wenn unsere Buffs entfernt werden für die Immunität. Ansonsten nicht ganz so dramatisch, wenn die Immunitätsbuffs entfernt werden. Aber hier, wir müssen auf jeden Fall den Damage-Dealer kontrollieren und das wird wahrscheinlich relativ schwer werden. Aber wir können ja mal gucken, ob es funktioniert. Also Madame Ceres und so muss ich immer vermeiden, auf jeden Fall aktuell mit diesem Team. So, wir konnten ihn zum Glück einfrieren, bevor der Blocke Debuffs Buff draufgesetzt wurde. Und man hat es gesehen, Zetaya hatte nicht genug Genauigkeit, um Cardiel alle Buffs zu stehlen, was ja schon mal positiv für uns ist. Und jetzt versuche ich mal gerade das. Zack, denn wir haben dann niemanden mehr, der unsere gute Gräfin Lilithu wiederbeleben kann. So, solange Raglan nicht stirbt, haben wir eigentlich erstmal ein leichtes Spiel, sage ich jetzt mal, weil jetzt kommt die Wiederbelebung mit 100% Rundenmeter. So, ich mache erstmal Zetalia. Zack. So, jetzt kann Hurnik wieder das machen und dann kommt das, was er halt am besten kann. Er macht wieder seine A3. Und dann haben wir auch den Damage-Dealer ausgeschaltet. Ist ein bisschen knapp geworden durch Rundenmeterkontrolle. Aber zum Glück hatte das gegnerische Team, um Cardiel jetzt irgendwie zu kontrollieren, anscheinend nicht genug Genauigkeit gehabt. Also das hier ist zum Beispiel ein Team, das würde ich vermeiden, wenn ich nicht der Meinung bin, dass ich vielleicht Madame Ceres einfrieren kann oder die Damage-Dealer einfrieren kann. Weil wenn Madame Ceres uns die Buffs klaut und Fushan uns lähmt, sieht es etwas schlecht aus. Aber die Teamstärke sieht jetzt nicht so aus, als hätten sie besonders hohe Widerstände. Es kann aber sein, dass zum Beispiel Madame Ceres ein Immunitätsset anhat und dann wäre das natürlich schlecht. Wenn die beiden allerdings kein Immunitätsset anhaben, habe ich vielleicht Glück. Das ist der passive Skill, der ja dann von Tormin kommt und da der eine recht hohe Genauigkeit hat und Arbiter ja direkt eine Rundenmetersteigerung machen wird, also einen Buff setzt, ist ja die Chance recht hoch, dass ich gleich direkt auch sozusagen diesen Buff nutzen kann, um das Einfrieren zu verhindern oder die Gegner einzufrieren, besser gesagt. Aber ich habe es nicht geschafft, alle einzufrieren, wie man sieht. Und mein Rundenmeter wurde von Raglin gesenkt, was natürlich jetzt dazu geführt hat, dass wir Hurndich nicht einsetzen konnten. Wäre also er hier eingefroren worden, wobei der wahrscheinlich hier scheinbar guten Widerstand hat, weil sonst wäre er zwischendurch mal gefriest worden. Dann können wir nochmal gucken, ob wir ihn einfrieren können. Also erst war Fushan nicht eingefroren und er, was natürlich schon mal schlecht ist, aber hier die beiden, da, er wird nicht eingefroren. Er scheint einen ziemlich guten Widerstand zu haben, sonst würde er sicherlich öfter eingefroren werden. Aber wir haben Fushan diesmal eingefroren. Das ist so ein bisschen natürlich abhängig davon, auch wer eingefroren wird. Zack. Das heißt, jetzt haben wir erstmal die größten Gefahren beseitigt und können dann auch Fushan noch wegnehmen. Also manchmal kann man nicht immer hundertprozentig mit Tormin natürlich gewinnen. Manchmal ist es wirklich so ein bisschen zufallsabhängig und auch natürlich von den Widerständen. Aber man sieht, Nephril, der hatte scheinbar einen ganz guten Widerstand. Seltsam, dass nicht irgendwie Madame Ceres im Immunitätsset angezogen worden ist. Oder, was ich auch schon gesehen habe, Fushan im Immunitätsset, weil das natürlich zur Lähmung führen kann. Also, sobald irgendjemand die Buffs entfernen kann, kriegen wir natürlich ein Problem. Aber so ein Team ist zum Beispiel auch gut gegen ihn hier, Hegemon. Ziemlich hohe Teamstärke. Also ich vermute, dass wir Trunda nicht kontrolliert bekommen, also nicht einfrieren können. Im besten Fall vielleicht Hegemon oder Lydia noch, bevor der Blocke Debuffs Buff draufgesetzt wird. Aber ich vermute, dass hier eine Trunda dabei ist, die entweder ein Immunitätsset anhat oder die einen sehr hohen Widerstand hat. Also wenn sie einen hohen Widerstand hat, dann haben wir auf jeden Fall schon mal verloren. Im Normalfall würde ich jetzt nicht gegen dieses Team antreten, weil ich einfach davon ausgehe, dass Trunda wahrscheinlich nicht eingefroren werden kann. Genau, er hat nämlich ein Immunitätsset an, wie man so schön sieht. So, Blocke wiederbeleben, leider durch Lydia. Das ist eben das, was jetzt hier
logisch war, dass wenn wir einmal versuchen wiederzubeleben, Lydia kommt und uns das blockt. Ja, Trunda ist leider zu schnell, glaube ich. Ja, sonst hätten wir eventuell noch eine Chance gehabt, nochmal die Wiederbelebung zu bekommen. Aber man sieht auch, was manchmal, also ich sage mal so, man sieht vielleicht auch ganz gut, Trunda ist jetzt im Immunitätsset angezogen, macht natürlich noch einen ganz guten Schaden, aber da auf uns jetzt kein Defensivverringerer Schwächung die ganze Zeit drauf war und dadurch, dass sie auch kein ignoriere Defensive Set anhat wie Wild oder Grausam Set, vielleicht nur als Ergänzung Grausam oder sowas, da hat es tatsächlich schon geklappt, hier, dass Raglin stehen geblieben ist, weil die doch einen recht hohen Defensivwert hat. Und dadurch, dass Raglin natürlich stehen geblieben ist, hätten wir jetzt theoretisch, wenn jetzt nicht unsere Abklingzeiten geblockt worden wären, nochmal die Chance gehabt, gegebenenfalls mit Hurnlich loszugehen und Trunda zu nuken. Also das wäre noch möglich gewesen, dass es funktioniert. Hat leider nicht mehr funktioniert und wir sind jetzt weg. Aber man sieht, dass Trunda halt trotzdem einen ziemlich guten Damage raushaut. Und wir waren geschützt durch den Angriff von Hegemon. Der konnte jetzt gar nichts weiter gegen uns machen, was irgendwie Debuffs oder sowas anbelangt. Aber wie gesagt, das wäre sonst sowieso was gewesen, wo ich gesagt hätte, nee, das versuche ich jetzt lieber mal nicht. Und hier bei solchen Teams zum Beispiel mit Siffi drin, blocke Debuffs, Buff und Entfernen von Debuffs hilft Tormin natürlich nicht. Da müssen wir uns auf jeden Fall was anderes einfallen lassen. Dafür habe ich, glaube ich, hier das andere Team, wo ich versuche, zum Beispiel mit Eisernen Brago und Helior so ein bisschen den Schaden abzuwenden und habe trotzdem die beiden Cleanser natürlich dann mit dabei. Allerdings macht Eiserner Brago natürlich noch lange nicht so einen Schaden wie er hier. Also gegen solche Teams ist es dann schon schwierig mit so einem Damage-Dealer. Aber wir können ja mal gucken, ob wir gegebenenfalls unsere Defensive erhöhen. Wir starten das Ganze natürlich nicht im Automodus. Tormin können wir hier nicht mit benutzen. Theoretisch bräuchten wir jemanden, der die Debuffs entfernt. Das heißt, die Madame Ceres oder so wäre natürlich auch ganz gut. Und ich nehme mal Helior mit rein, denn Helior, der hat auch ein ganz besonderes Set an. Allerdings ist er noch nicht so weit von den Werten her, weil ich noch nicht so gute Set-Teile finden konnte. Ich es erstmal ausprobieren wollte. Der macht nämlich hier Verbündetenschutz für uns. Das heißt, wie man vielleicht gerade ganz gut sieht, ist der Schaden jetzt nicht so hoch gewesen, dass es unseren Hurn nicht direkt gleich umgenietet hätte. Weil das wäre definitiv fast passiert. So, zack, da kommt das Schild. Dumm, tschung. So, jetzt kommt Hurn nicht dran. Vielleicht haben wir Glück und können Siffi weg. Nee, können Siffi nicht wegnuken. Aber ich überlege gerade, ob wir Fushan oder Arbiter wegnehmen oder doch Siffi. Weil einen können wir auf jeden Fall noch wegbekommen. Arbiter hätte jetzt die Möglichkeit, natürlich nochmal eine komplette Wiederbelebung zu machen, während Siffi noch drauf wartet, nochmal wieder zu beleben. Ich spiele jetzt einfach darauf, dass Hurndich gleich als nächstes sozusagen drauf geht. Durch Attacke von Fushan. Oh nein, dann kommt Helios zuvor. Okay, weil sonst hätte ich wiederbeleben können mit 100% Rundenmetern, dann hätte er nochmal meinen Skill einsetzen können. Zack. Und das war's dann auch. Und ja, da ist die Hauptsache gewesen, wir hatten einen Damage-Dealer drin und jemand, der den Schaden verhindert. Da gibt es auch natürlich andere Alternativen. Ich zeige euch aber mal ganz kurz, was Helior anhat und was die anderen anhaben, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. So, gucken wir erstmal KDL. Der hat Immunitäts Set quasi an, unberührbar. Das gibt Immunität für 2 Runden plus 40 Widerstand. Deswegen das hier. Dann war halt die Wahl zwischen Ewig-Set oder Widerstand-Set. Leider hatte ich jetzt nicht so gute Teile vom Widerstand-Set, dass es was gebracht hätte. Deswegen habe ich jetzt die genommen, um ihm einfach die Lebenspunkte noch ein bisschen zu pushen, ne? Und habe halt hier eine ganz gute Widerstands- Kraft aktuell. Es sollte noch höher sein, aber ich arbeite darauf hin. Das heißt also, hier sind noch Verbesserungen möglich. Raglin hat jetzt leider nicht ganz so einen hohen Widerstandswert. Muss ich mal gucken, dass ich das mit dem Immunitätsset vielleicht noch hinkriege mit Unterwert Widerstand und so weiter oder noch einen Widerstandsbanner mit reinnehme.
Hat jetzt dafür aber eine bessere Defensive, nicht ganz so viele Lebenspunkte vielleicht. Und dadurch, wie gesagt, auch ein Immunitätsset. Das heißt, auch hier bei beiden müsste jetzt erstmal ein Buff-Entferner kommen und müsste auch genug Genauigkeit haben, um diese Buffs zu entfernen. Vor allen Dingen bei Cardiel natürlich. Und jetzt kommt es mit Helior. Der hat das Set vom Greifen an. Der Träger absorbiert 10% des Schadens, den verbündete Champions erleiden, und er heilt in jeder Runde um 10%. Und dazu kommt ja nochmal seine Fähigkeit, die er auch noch hat, dass wenn ein Verbündeter mit zwei oder mehr Debuffs angegriffen wird, absorbiert er 30% des Schadens, den der Verbündete erleidet. Also das heißt, wir haben einmal den Set, wir haben das hier und theoretisch könnten wir in den Fertigkeiten auch nochmal darauf gehen. Darauf gehen, dass er sozusagen das macht, weil an sich ist er für mich momentan nur jemand, der den Schaden absorbieren soll von den anderen und damit zum Beispiel Hurndich nicht direkt umfällt, Raklin nicht direkt umfällt und auch dass hier unser Cardiel nicht direkt umfällt. Das heißt, er ist tatsächlich nur da, um den Schaden von einem Damage-Dealer, der einen richtig krassen Damage macht, am Anfang zu absorbieren, wegzunehmen und dann, dass die anderen stehen bleiben. Das ist egal, ob er jetzt umfällt oder nicht. Er hat jetzt nicht so besonders tolle Werte von mir bekommen, dass er jetzt irgendwie besonders hohen Widerstand oder sonst irgendwas hat. Er hat eine sehr hohe Defensive aktuell, hat aber nicht so hohe Lebenspunkte. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen drehen, dass er mehr Lebenspunkte hat, aber nicht ganz so viel Defensive vielleicht, um noch ein bisschen mehr Schaden zu absorbieren auf jeden Fall. Und das ist eben das, was das Team dann ausmacht, wenn jemand mit einem sehr starken Damage-Dealer kommt, was man gerade, glaube ich, bei Fushan ganz gut gesehen hat. Der hat immer wieder Damage gemacht, aber Hurndich, der ja recht auf Schaden gebaut ist und wenig LP hat, wenig Defensive hat, ist trotz allem nicht umgefallen. Also man sieht es hier, Defensive 2200 und Lebenspunkte 34.000 ist jetzt nicht besonders viel. Ein Treffer und der ist quasi weg, hat aber grausame Set-Teile an, heißt also, er ignoriert noch ein bisschen Defensive, macht also ein bisschen Zusatzschaden dadurch. Und das ist natürlich das, was ihm hier zugute kommt. Und ansonsten habe ich eben noch Turmin, wie gesagt, im Team mit drin. Mit einer Genauigkeit erstmal von 469, manchmal auch über 500, je nachdem, ob ich ihm noch andere Set-Teile dann anziehe. Aber auf jeden Fall die Möglichkeit hier natürlich noch wesentlich höher zu gehen, weil wie gesagt, er ist jetzt nicht irgendwie der Tank oder der Damage-Dealer Tormin, sondern er ist tatsächlich einfach der Genauigkeitstormin hier. Und sandige Überlebende habe ich eben als Strategie, dass falls Helion nicht ausreichen sollte für den Schaden, um den zu absorbieren, sie durch ihre Fertigkeiten einfach den Verbündeten-Shots und den Blocke Schaden noch macht. Aber manchmal funktioniert das scheinbar nicht so besonders gut. Und deswegen muss ich mal gucken, in welchen Fällen ihre passiven Skills nicht so richtig funktionieren. Das wird manchmal einer direkt weggenukt, ohne dass sie den Verbündeten-Schutz setzt und ohne dass der Blocke Schaden dann bei ihr drauf ist. Ob das mit einer Fähigkeit zusammenhängt, die gleichzeitig angreift und Buffs entfernt vielleicht. Ja, aber das muss ich auf jeden Fall schon mal schauen. Und ihr seht also, es ist ein Zusammenspiel bei solchen Go-Second-Teams nicht nur von der Geschwindigkeit, weil die dürfen auch nicht zu langsam sein, sonst kommt das gegnerische Team einfach viel zu oft zum Zug. Deswegen hat jetzt zum Beispiel KDN 220, könnte aber ruhig noch ein bisschen schneller sein, aber da muss ich erstmal wieder bessere Set-Teile schmieden können. Und bei Raklin, die ist jetzt 240, das ist schon nicht schlecht, könnte aber auch noch einen Ticken schneller sein, damit sie sozusagen nicht vom Speed des gegnerischen Teams irgendwie dann überrascht wird, dass das gegnerische Team doppelt und dreifach dran ist, bevor ich dann irgendwas tun kann, weil das wollen wir natürlich auch nicht. Also ein bisschen Geschwindigkeit ist auf jeden Fall mit wichtig bei solchen Teams. Und die Konstellation und die LP-Defensiven und die Genauigkeiten und Widerstände sind natürlich auch wichtig. Dafür hat Hurndich jetzt zum Beispiel kaum Widerstand, kaum Genauigkeit. Der ist einfach wirklich nur auf Schaden gebaut. Dafür haben die anderen eben die Fähigkeiten, ihm die Debuffs zu entfernen oder ihn wiederzubeleben oder ihn vor Debuffs zu schützen mit Blocke Debuffs Buff. Dafür sind sozusagen die anderen da. Die anderen sind quasi in dem Team dann nur da, um Hurndichs Fähigkeiten gut zur Geltung zu bringen. Also
Wiederbelebung mit 100% Rundenmeter, Wiederbelebung bei Tod, dass er dann trotzdem nochmal da ist, falls jetzt nicht nochmal Schaden auf ihn draufkommt, Heilung mit dazu, Debuffs entfernen, Blocke, Debuffs einfrieren, Crowd Control, damit er nicht so oft angegriffen wird, so dass er dann sein Ding natürlich durchziehen kann. Und so funktioniert quasi das Team. Und wenn man sich viele verschiedene Defensivteams in der Arena auch anguckt, wird man sehen, dass die meisten auch so ein bisschen da drauf spielen, auch wenn sie zum Beispiel auf Geschwindigkeit oder so gehen. Aber auch wenn es zum Beispiel defensive Teams sind, wie zum Beispiel einen Krisk, der hier mit dabei ist, ist natürlich trotzdem ein Geschwindigkeitsteam. Aber wir haben natürlich auch wieder jemanden, der erstmal schützt. Das ist jetzt kein Go-Second-Team, aber wir sehen teilweise in der Arena natürlich auch Go-Second-Teams, wie das hier. Da wird die Gräfin Lilithu nicht besonders schnell sein, aber man kann in der Regel davon ausgehen, dass irgendeiner von denen wahrscheinlich ein Reaktionsset anhat, so dass nicht jeder Treffer kritisch trifft. Und das ist bei Hurnik natürlich auch ein Nachteil, dass wenn jemand Reaktionsset anhat und wir nicht kritisch treffen, dann können wir seine Fähigkeiten nicht richtig gut einsetzen. So, ich überlege auch gerade, ob ich tatsächlich hier mit Tormin spiele, aber ja, wir machen es einfach mal. Wir hätten jetzt vielleicht auch Madame Xerres reinnehmen können, um Buffs zu entfernen. Mal gucken, hier könnte ich tatsächlich schneller sein. Oh ja, hier bin ich tatsächlich schneller, nämlich weil das Team nicht so schnell aussieht gerade. Aber wir haben auch jemanden, der hier random Buffs entfernen kann. So, solange nicht Cardiel jetzt Wiederbeleben bei Tod direkt drauf macht. Das ist ja auch eine Frage davon, ob seine Fähigkeiten überschrieben worden sind, weil normalerweise macht er erst den verbündeten Angriff. Und Sissia Flammenzunge kann uns tatsächlich gar nichts tun mit ihren Fähigkeiten, weil wir Blocke Debuffs Buffs drauf haben. Okay, Wiederbeleben bei Tod ist aktiv, aber wenn ich sie zweimal umbringe, dann ist das natürlich umgangen. So, zack. So, und Sissia kann ihre Fähigkeiten auch nicht wirklich benutzen. So, jetzt haben wir nämlich das gemacht, was auch ich eigentlich vorhatte. Zack, Cardiel einmal ausgelöst. Man kann übrigens diesen Wiederbeleben bei Tod Buff von Cardiel nicht entfernen. Also das heißt zum Beispiel ein Procni, Cardiel im Team, auch eine sehr gute Konstellation. Schild kann nicht entfernt werden, Wiederbeleben bei Tod kann nicht entfernt werden. Von daher auch ziemlich cool. Also man muss immer so ein bisschen drauf aufpassen, wer hat jetzt ein bestimmtes Zusammenspiel von bestimmten Fertigkeiten, Fähigkeiten, wo passt es ganz gut. Wie gesagt, Procni, Cardiel machen sich zum Beispiel ganz gut durch die viele Heilung, die sie bringen. Wiederbeleben mit 100% bei einem Damage-Dealer, der solche Fähigkeiten hat, wie zum Beispiel mit einer Zusatzrunde, also Bracchus oder Hurndich zum Beispiel. Oder Leute, die Synergien miteinander haben, wie Siphi und Rotos, sind auch ziemlich gute Konstellationen. Und Cardiel und Sissia Flammenzunge natürlich auch. So, hier haben wir noch ein Geschwindigkeitsteam. Da ist es natürlich sehr gefährlich durch den verbündeten Angriff, den wir hier mit drin haben. Wir könnten eine Lähmung bekommen, aber wir haben niemanden, der Buffs entfernt. Das heißt, wir werden definitiv hier nicht gelähmt. Was aber passieren kann, ist, dass wir relativ viel Schaden bekommen, weil wir haben auch jemanden, der das Rundenmeter zurücksetzt. Das heißt, entweder ich versuche mit Tormin einzufrieren, wenn ich Glück habe, oder ich gehe drauf und versuche den Schaden auszuhalten. Oder ich könnte auch jetzt zwei Damage-Dealer spielen, um einfach die Hoffnung zu haben, dass wenn er hier getötet wird, sich wiederbelebt, ich dann einen von den anderen ausschalten kann und dann Hurndich quasi den Rest macht. Das ist auch was, was man natürlich machen kann. Also es gibt verschiedene Strategien, verschiedene Konstellationen. Je mehr Champions man irgendwann hat, desto mehr Konstellationen kann man natürlich spielen. Und das ist eben auch was, was Vorteile dann später in der Arena bringt. So, wir konnten zum Glück Rasen einfrieren und wir hatten auch Glück, weil es war keine KI überschrieben. Das heißt also, Krila hätte ja direkt auch angreifen können. Also Krila wäre jetzt theoretisch auch direkt dran gewesen, wenn sie die KI überschrieben hätte. Dann hätten wir einen verbündeten Angriff bekommen. Ich weiß jetzt zwar nicht, auf wen der gegangen wäre, aber es hätte gefährlich ausgehen können.
So, Rundenmeter Reset bringt ihm aber im Endeffekt jetzt auch nichts mehr, weil keiner vom Team am Leben ist. Wiederbelebung bei Tod. Rundenmeter Steigerung. Passive Skills sind nicht nur Gold wert, sondern auch Skills, die auf der A1 sich befinden, wie zum Beispiel die Rundenmetersteigerung von Raglin auf der A1. Je öfter sie angreift, desto öfter steigern wir das Rundenmeter. Deswegen auch ganz gut mit dem Verbündetenangriff von Cardiel zusammen. Also Verbündetenangriff plus Rundenmetersteigerung durch die A1 hier. Also solche Skills, die mit der A1 oder durch passive Sachen ausgelöst werden, auch gut. Wie zum Beispiel auch Valkyre. Wer Valkyre hat oder so, die hat ja auch den Skill, dass wenn sich jemand bufft oder ich glaube auch das Rundenmeter steigert, sie dann sich auch das Rundenmeter steigert und den Gegnern das Rundenmeter senkt. Das ist natürlich auch ein bisschen genauigkeitsabhängig. Oftmals sieht man jetzt nicht so genau Valkyren in der Arena, sondern die haben da wirklich meistens eher ein großes Schild. So, hier müssen wir wieder vorsichtig sein, aber hier könnte man drunter diesmal einfrieren, weil die scheinbar hier zum Glück nicht ein Immunitätsset anhat. So, zack, Trunda weg. Und als nächstes ist die Wiederbelebung weg. Und das war es dann auch für das gegnerische Team. Also Trunda kann gefährlich werden. Speed-Teams können gefährlich werden. Aber es ist immer abhängig natürlich einmal vom Widerstand, von der Geschwindigkeit vom gegnerischen Team, vom Ablauf und welche Sets die natürlich anhaben. Das heißt also, man muss auch manchmal überlegen, könnte der jetzt Immunitätsset anhaben? Wenn ja, was mache ich dagegen? Nehme ich vielleicht meine Madame Ceres doch lieber rein? Nehme dann vielleicht Tormin raus dagegen? Was passiert, wenn die halt zuerst losgehen? Wenn Trunda losgeht, könnte ich jetzt höchstens sandige Überlebende reinnehmen oder gegebenenfalls Helior mit seinem Set, um den Angriff eben zu überleben. Das hier ist auch eine ganz, ganz miese Konstellation. Er entfernt Buffs. Da wird wahrscheinlich auch die KI eingestellt sein, dass er direkt als erstes mit dem Buff entfernen losgeht. Hier blocke Debuffs Buff, Unsichtbarkeit blocke Debuffs Buff, Geschwindigkeitsbuff. Also sobald die sich hier buffen und Trunda geht vor uns los, haben wir eigentlich keine Chance mehr, weil der Schaden von ihr wahrscheinlich einfach zu hoch sein wird. Und selbst wenn wir als nächstes dran sind, bräuchten wir wenigstens jemanden mit einer sehr hohen Genauigkeit, der die Buffs erstmal von allen entfernt und wahrscheinlich auch einen AOE-Nuke macht. Sonst haben wir wahrscheinlich keine Chance hier. Also Trunda ist wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich in vielen Teams und man muss immer so ein bisschen auf die Stärke gucken, dann weiß man, wenn sie eine hohe Widerstandskraft hat, dann sollte man sich vielleicht lieber nicht mit ihr anlegen. Und bei Krisk sollte auf jeden Fall das Schild entfernt werden, bevor man versucht, Trunda anzugreifen. Aber hier geht es wieder so ein bisschen um Geschwindigkeit. Also diesen Nuke von Trunda erstmal zu überleben, ist natürlich schwierig. Aber es geht. Es gibt verschiedene Champions, wie gesagt, wie sandige Überlebende, die es uns ermöglichen, dagegen solche Teams auch vorzugehen. Hier ist auch wieder ein Horndick drin, aber das ist eher eine Botliste, wie es aussieht hier gerade. Okay, dann kann man wenigstens noch ein paar Marken farmen, aber ihr habt das Prinzip wahrscheinlich verstanden. Also es gibt ein paar Champions, die uns in der Arena ermöglichen, gut zu sein. Es müssen nicht immer die legendären Champions sein. Es gibt auch ganz wenige oder ein paar epische Champions, wie zum Beispiel wie Madame Ceres, die sehr nützlich sind in der Arena. Oder ich muss ihn immer wieder auf jeden Fall mit erwähnen. Ich glaube, er ist hier mit da drin oder bei den Untoten. Muss gleich nochmal gucken. Ich glaube, bei den Untoten. Wogott. Er hier. Oftmals in der Arena zu sehen, nicht zu unterschätzen. Sehr, sehr stark auf jeden Fall, wenn ihr Wogott habt und ihr baut ihn in euer Team ein mit den richtigen Werten. Also guter Widerstandswert ist natürlich Voraussetzung auch für ihn. Und er heilt halt sehr, sehr gut. Er macht das Provozieren noch, deswegen sollte er auf jeden Fall Genauigkeit auch mitbringen. Und hat eben noch diese passiven Skills mit Entziehen, Debuffs plus zusätzlich zu der Heilung. Und er verhindert sozusagen so ein bisschen den Schaden, den erlittenen Schaden von den anderen. Von daher wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich harter Gegner, wenn das Team um ihn herum passt. Aber es ist wieder wie immer, wenn das Team komisch aufgestellt ist, wenn die Fähigkeiten gar nicht so richtig zueinander passen und man einfach nur versucht, es irgendwie passend zu machen, dann bringt es meistens nicht unbedingt viel. Also man muss schon gucken, dass das Team wirklich
gut passt. Man muss auch nicht immer einen Defensivverringerer haben oder so, aber zum Beispiel muss man immer gucken, was der Gegner kann und muss dann entscheiden, okay, hier, der macht vielleicht viele Buffs, sollte ich vielleicht die Buffs entfernen. Der macht viele Debuffs, brauche ich jemanden mit Blocke Debuffs oder der die Debuffs wieder entfernt. Und so geht es halt immer strategisch nach dem Team, gegen das wir kämpfen. Hier im Schlachtlog sieht man auch ganz gut, dass es, glaube ich, auch gut funktioniert. Mein Team aktuell, was ich drin habe, funktioniert nicht immer gegen Speed-Teams. Also so eine Rotos-Siffy-Kombination ist meistens sowieso schwer zu umgehen. Plus Lydia, die noch Blocke wiederbeleben macht, ist natürlich immer mies. Wie gesagt, bei Kyre, die sowieso das Rundenmeter senkt, dann Siffy-Rotos-Kombination und jemand, der die Buffs komplett entfernen kann, mit einer recht hohen Genauigkeit von Prinz Kumar. Sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Aber ein paar Siege haben wir definitiv eingefahren. Von daher doch nicht ganz so einfach dagegen anzukommen. Selbst in der Defensive, wo man es ja nicht steuern kann, wer angegriffen wird. Von daher auch oftmals ein paar Siege mit drin. Funktioniert übrigens auch ganz gut in der Tech-Team-Arena. Von daher gucken wir uns demnächst auf jeden Fall in einem Video mal alle Champions an, die irgendwie Sinn machen in so ein defensives Team, Go-Second-Team vielleicht auch einzubauen. Und wir reden nochmal so ein bisschen über die Geschwindigkeiten in der Arena. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. So, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen, dass ihr mal sehen konntet, wie einmal dieses Team funktioniert, was halt relativ defensiv aufgebaut ist, eher als Go-Second-Team, was hoffentlich nicht so oft genukt wird, wo die Probleme bei so einem Team teilweise sind, wie man gegebenenfalls auch Strategien entwickeln kann. Und wie gesagt, es kommen noch ein paar mehr Sachen zur Arena, die dann hoffentlich auch helfen, wenn ihr nicht die Geschwindigkeit habt, Leute zu finden, Champions zu finden, die ihr dann in solche Teams einbauen könnt, um dann zu sagen, yay, ich kann auch gegen ein Speed-Team durchaus mal gewinnen, selbst wenn ich langsamer bin. Und ich denke, das wollen wir auf jeden Fall erreichen und hängt natürlich immer davon ab, welche Champions ihr benutzt. Also, ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssikowski!